Zeit totschlagen ist ein Tun. Ein sehr gewalttätiges, und die Zeit hat es nicht verdient. Etwas erwarten ist ein Tun. Etwas erhoffen. Zum Beispiel die Hoffnung, dass irgendetwas möglichst schnell vorbeigehe, ist natürlich ein Tun. Der Punkt ist, Tun bewirkt, dass du etwas auf etwas ausgerichtet bist, was vor dir liegt. Und umgekehrt, sobald du auf etwas ausgerichtet bist, was vor dir liegt, bist du dabei, etwas zu tun. Auch etwas ausgerichtet sein, was hinter dir liegt, ist ein Tun. Sich ausmalen, erinnern, fantasieren. Ein Geräusch wahrnehmen und mit diesem Geräusch etwas machen, ist ein Tun. Und wenn du ein Geräusch wahrnimmst, dann kannst du Folgendes entdecken. Du kannst dich fragen, gehe ich gegen das Geräusch an? Wieso ist das jetzt da, das Geräusch? Das sollte weg sein. Es ist ein Gegenangehen. Ein anderes Tun ist das Hinrennen. Ah, was ist das? Was hat es für Bedeuten? Was enthält es für eine Botschaft? Was müsste man damit machen? Das ist ein Hinrennen. Ein Weggehen ist auch ein Tun. Was für ein Geräusch. Ich registriere kein Geräusch. Auch das ist ein Tun, sodass es drei Möglichkeiten gibt. Gegen angehen, hinrennen und weggehen. Das sind die drei Formen des Tuns. Zum Glück gibt es einen vierten Weg. Und der heißt Stillsein. Stillsein heißt, das, was ist, geschehen lassen, wahrnehmen und nichts damit machen. Also, erforsche möglichst genau, was du gerade tust. Zum Beispiel, wenn du eben gerade etwas im Bauch gespürt hast, dann etwas hörst, dann deinen Atem wahrnimmst, dann eine Heiterkeit fühlst und dann einen Gedanken ans Mittagessen. Was ist dann das Tun? Das Tun ist ein Hin- und Herspringen. Was ist das für ein Tun oder was könnte das für ein Tun sein? Das Tun könnte schlicht darin bestehen, dich abzulenken. Das ist oft so, wenn man eigentlich
mit etwas Wichtigem in Kontakt kommen müsste, dass man stattdessen tausend andere Sachen macht, weil man mit dem Wichtigen nicht in Kontakt kommen möchte. Dann ist das Tun sogar noch genauer, vermeiden, mit diesem Wichtigen in Kontakt zu kommen. Das heißt, wenn man das Tun dann nochmal weiter untersucht, dann hat man in der Regel schon etwas, was die Intention beinhaltet. Also wenn du denkst, oh, ich möchte doch jetzt die Stille erfahren und dabei springt im Kopf so viel rum und hier springt was rum und dann stört mich da mein großer Zeh und dann ist der Atem verklemmt, aber ich will doch eigentlich die Stille. Nein, es gibt etwas, was dir wichtiger ist, als die Stille zu wollen. Etwas, was dir wichtiger ist, zu erreichen, zu tun, zu wollen. Etwa dich beschäftigt halten, um der Angst vor der Leere zu entgehen. Das ist dir dann wichtiger, als still zu sein. Das muss man einfach, das ist nichts Geheimnisvolles. Es setzt sich nur immer das durch, was für dich das Wichtigste ist. Wenn das Haus brennt und da liegen deine Fotoalben, die du so gerne haben möchtest, ja, dann rennst du trotzdem nach draußen, weil es ist dir wichtiger, dein Leben zu retten als deine Fotoalben. Wenn aber dein Kind da liegen würde, wäre die Situation ganz anders. Du tust immer das, was dir am wichtigsten ist. Also, wenn du glaubst, etwas nicht zu erreichen, von dem du annimmst, dass dir das so wichtig ist, dann die Arbeitshypothese, es gibt etwas anderes, was mir wichtiger ist. Wenn du diese Hypothese hast, dann kannst du es leichter erforschen. Wenn du davon ausgehst, es muss etwas anderes geben, was mir wichtiger ist, sonst würde ich das andere ja tun.